Jetzt hab ich's auch mal geschafft, kann jetzt Traum tanzen, weil ich damals aufgepasst hab. Bin ich geboren in der 80s Zeit und wenn ich ehrlich bin, verspür ich aufgrund dessen Selbstmitleid. Gegenüber heute schon ein Märchenvibe, wenn man statt Shisha bei einer Phonezelle Zigaretten teilt. Oder in einen Tanzkurs mit Pastellkleid rein. Und auch irgendwie mehr Menschlichkeit. Und ich mein gar nicht Politikerstreit im Kanzleramt, sondern mal mit Fremden lachen können am Taxistand. Brüder sein, obwohl man sich nicht lange kannt. Ich meine, früher war mehr Hand in Hand. Leute nahmen Dichtkunst zur Kenntnis. Heute ist viel Mistkunst und Skepsis, Bitch-Moves und Wackness. Wem kann ich jetzt noch vertrauen? Doch sehr alte Sitcoms und kann noch an Hoffnung glauben. Ich richte auch mein Lifestyle danach. Zeit allein nicht langweilig, sondern wie Weihwassergrad. Ist mal ein Freizeitpark da, für eine Zeitreise bin ich da, um Eintritt zu zahlen. Wir kaufen Hosen, wie sie früher waren, T-Shirts, wie sie früher waren und benutzen auf den Bildern Filter, wie sie früher waren. Hören Playlists, wie sie früher waren und sagen, Elvis is the greatest, weil wir wissen, dass er's früher war. Ich glaub, so langsam kommt die Botschaft hier an. Ich hör auf, klingt wie ein Opa, der nicht loslassen kann. Ist vergänglich, was du mit deinem Bros auf WhatsApp so schreibst. Ich glaub eher, dass du deinen Kindern mal eine Postkarte zeigst. Ich bin Nevis, eine Konstante bleibt, wachse über mich hinaus wie ein Top-Pflanzenzweig. Diese Stimme bleibt für immer an meine zukünftigen Kinder. Euer Papa ist ein Künstler und das ist der Beweis.